Josef Muchitsch, der Sozialsprecher der SPÖ, hat sich nun zu einer tatsächlichen Berichtigung zu Wort gemeldet. Ausreichend unterstützt ist und ordnungsgemäß eingebracht wurde. Ich darf die Borgschüler aus Radstadt recht herzlich bei uns im Hohen Haus begrüßen, aus Salzburg. Zur tatsächlichen Berichtigung kommt der Abgeordnete Muchitsch, bitte. Herr Präsident, der ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher der ÖVP, August Wöginger, hat behauptet, rote Sozialminister, unter rote Sozialminister ist nichts passiert. Das tut mir jetzt wirklich sehr, sehr weh. Warum? Ich berichtige. Abschaffung Pflegeregress, Sozialminister Stöger. Einführung Pflegekarenz, Sozialminister Stöger. Valorisierung des Pflegegeldes, gemeinsame Initiative im koalitionsfreien Raum. Aber jetzt auch noch verstorbene Sozialminister zu diffamieren, nichts in der Pflege gemacht zu haben, wie einen Scholli Hesson, der 1993 das Pflegegeld eingeführt hat. Nicht korrigiere den verstorbenen Rudi Hunsdorfer hier auszurichten, nichts gemacht zu haben, weil er den Pflegefonds eingerichtet hat. Das ist einen Schritt zu weit gegangen, August Wöginger.